Hallo zusammen! Ich möchte euch heute gern ein bisschen was über Pampered Chef erzählen, über die Produkte von Pampered Chef. Aber vorher möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Olga Stobbe, wir wohnen im Westerwald, ich bin glücklich verheiratet und wir haben zwei Jungs. Ich möchte euch heute die Stoneware, das ist das Herzstück von Pampered Chef, vorstellen. Und kurz zu der Firma. Pampered Chef ist ein Direktvertrieb aus Amerika, gibt es schon über 20 Jahre und hier in Deutschland wurde letztes Jahr das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Pampered Chef heißt übersetzt der verwöhnte Koch. Ja, jetzt zu dieser Stoneware. Ich habe hier einiges aufgebaut. Stoneware heißt ja eigentlich übersetzt Steingut, Steinware. Was ist das? Also ich halte mal hier eine Form hoch, man sieht es hier an der Farbe, man kann es schon vermuten. Es besteht aus 100% weißem Ton. Es ist bleifrei, es ist ein Naturprodukt, es wird bei über 1000 Grad gebrannt und es enthält keine Schadstoffe. Genau, es gibt verschiedene Formen zum Kochen, zum Backen, zum Grillen. Und ein paar Formen sind auch glasiert, man sieht das hier, glasiert an der Seite, entweder mit Braun oder mit Weiß, hier die White Lady, der runde Stein. Dann seht ihr hier zwei Formen, die benutzt man sehr häufig zum Brotbacken, aber nicht nur zum Brotbacken. Man kann da auch Eintöpfe machen, Suppen kochen, Aufläufe machen, also ganz verschiedene Formen. Hier vorne seht ihr die Auflaufform und den Pizzastein. Und es gibt auch noch die Grillsteine, die sind schwarz. Vor allem vielleicht interessant für die Männer unter euch. Oder vielleicht als Geschenk für euren Mann. Genau, das ist dann für den Grill, das ist die Rockcrock-Serie. Einmal ein kleiner Stein und einmal ein großer Stein. So, das ist jetzt ein grober Überblick über die Stoneware gewesen und auf einzelne Produkte gehe ich später noch näher ein und werde auch später speziell Videos zu einzelnen Produkten machen. Was ist eigentlich Ziel von den Steinprodukten? Also Ziel ist, dass wir unseren normalen Backofen, den jeder zu Hause in der Küche hat, dass wir ihn zu einem Steinbackofen verwandeln. Und wie funktioniert das? Wenn wir hier drinnen, zum Beispiel in dieser Kastenform, unser Brot reinmachen oder wenn wir auf dem Pizzastein eine Pizza machen und das ist ähnlich wie ein Pizzastein, er hat aber einen Rand, also eigentlich kann man das mit einem Backblech vergleichen. Das ist der große Ofenzauberer, wird auch James genannt. Wenn wir die Produkte hier drauflegen, zum Beispiel die Pizza, Flammkuchen oder auch hier in diesem Brotbackform, dieser große heißt Ofenmeister. Der kleine heißt Lilly, das ist die Lilly. Wenn wir hier unser Gargut reinlegen, wird dem Gargut Feuchtigkeit entzogen. Es ist ein feinporiger Stein. Die Feuchtigkeit kann abgegeben werden in den Backofen und verteilt sich im Backofen und erzeugt somit eine gute Zirkulation und einen Steinofeneffekt. Und was passiert mit unseren Lebensmitteln? Die werden außen schön knusprig und innen schön saftig. Genau. Dann ist die Frage, muss das in einen heißen Backofen oder in einen kalten Backofen? Also sowohl als auch. Man kann manche Sachen direkt in den kalten Backofen reingeben, zum Beispiel ein Brot. Da muss man den Backofen ja nicht vorheizen. Man gibt die Form in den Backofen und während der Ofen sich aufheizt, kann der Hefeteig noch ein bisschen hochgehen und dann wird das Brot gebacken. Wenn man jetzt aber ein Mittagessen machen möchte oder einen Kuchen backen möchte, man kann auch Süßwaren damit machen, dann gibt man das direkt in den heißen Backofen. Ja. Die Steine sind sofort einsatzbereit, wenn ihr sie bestellt, wenn ihr sie bekommt. Man muss sie nicht jedes Mal wässern, wie man es zum Beispiel beim Römertopf kennt. Der Römertopf ist aus rotem Stein, aus rotem Ton wird er gemacht und er ist grobporig. Hier haben wir den weißen Ton und er ist feinporig, er nimmt keine Gerüche an und deswegen kann man sowohl wie Fleischgerichte drin machen, als auch Kuchen und süße Sachen machen. Genau, was muss man beachten?
Also bei der Stoneware am Anfang muss man ein paar Mal die Stoneware einfetten. Man kann dazu hoch erhitzbare Öle nehmen, zum Beispiel das Rapsöl ist gut geeignet und ich benutze eigentlich meistens das Kokosöl. Weiße Öle sind sehr gut geeignet. Man kann auch Palmin nehmen, also das, was ihr sonst so als hoch erhitzbares Öl in der Pfanne benutzt, das könnt ihr hier benutzen. Und am Anfang, so 4, 5, 6 Mal, muss man die Steine einfetten, ganz dünn einpinseln. Und dann mit der Zeit entwickeln die so eine Anti-Haftbeschichtung. Diese Anti-Haftbeschichtung nennt man auch Patina und die ist gewollt, damit später die Produkte leichter abzulösen sind, nicht ankleben und dass man auch später nicht mehr so viel Fett und Öl benutzen muss. Ja, und mit der Zeit entwickeln die Steine eine Farbe. Ich zeige euch jetzt mal hier den James. Hier vorne der ist noch relativ neu und hat noch keine oder eine ganz, ganz leichte Patina. Ich spüre das schon, das ist ein bisschen glatt. Aber dieser James ist schön gefärbt, schön braun und das ist auch gewollt. Da muss man sich nicht erschrecken, es wird immer dunkler mit der Zeit. Und das hat schon eine schöne Anti-Haftbeschichtung. Und man sagt, umso dunkler der Stein wird, umso besser ist er. Ich zeige euch auch mal den Ofenmeister. Der Ofenmeister bildet mit der Zeit auch eine Patina, also jeder Stein. Und das ist die kleine Lilly. Hier ist auch schon eine schöne Patina entstanden. Das ist gut geeignet für kleine Brote oder für Reis abkochen. Sie hat ein Fassungsvermögen von 1,4 Liter und der Ofenmeister 3 Liter. Am Anfang, wenn man die Steine bekommt, sind die ziemlich rau und schön hell, ja, wie schon eben gesagt. Und die ja, haben so eine raue Oberfläche, aber die verschwindet dann später, wenn sich die Patina aufbaut. So, noch kurz zum Abschluss. Die Steine sind kratz- und schneidefest. Man kann direkt in der Form schneiden und ein bisschen kratzen. Da passiert gar nichts. Und ja, man benötigt natürlich kein Backpapier. Wie ich eben schon erklärt habe, diese Patina, die sich nach einer Zeit aufbaut, die ersetzt das Backpapier komplett. Und wie reinigt man dann die Steine? Das ist auch ganz einfach. Man kann mit einer Stahlwolle dran gehen, wenn es etwas stärker angebrannt ist, mit einem normalen Küchenschwamm und bei jeder Stoneware liegt so ein Schaber dabei und dann kann man die angebrannten Sachen einfach abkratzen. Am besten ist es auch ein bisschen in heißes Wasser einweichen zu lassen und dann löst sich das eigentlich ganz gut. Man sollte nicht mit Spülmittel dran, denn dann macht man sich die Patina wieder kaputt und das möchte man ja nicht. Wenn man aber mal das Gefühl hat, so ich möchte das jetzt aber gern mal mit ein bisschen Spülmittel reinigen, dann ist das auch okay, da passiert nichts, man kann das machen. Aber dann sollte man am nächsten Mal dann einfach wieder ein bisschen einfetten, um die Patina wieder ein bisschen aufzubauen. Genau, so viel dazu, ein kleiner Überblick über die Stoneware und später in meinen einzelnen Videos gehe ich dann näher drauf ein, auf den Ofenmeister, auf den James oder auch auf die Grillsteine. Dann bis dann, tschüss!